Gut, die Ursache war ja jetzt wirklich trivial und sehr schnell gefunden, glücklicherweise. Allerdings müssen wir natürlich den Fehler jetzt auch noch löschen, nachdem wir die Ursache behoben haben, weil in den Steuergeräten bzw. im Speicher ist er ja immer noch abgelegt. So, dazu machen wir das Handy wieder an. Ich habe die App sowieso noch geöffnet. So, bin in der Diagnose und drücke auf Fehler löschen. Damit sollte das Ganze jetzt erledigt sein. In unserem Fall war es jetzt natürlich überhaupt gar kein Problem. Weil ich habe festgestellt, bei der Fahrt mit dem Auto, irgendwas stimmt nicht, das Auto verhält sich komisch. Es war bekannt, dass ein Fehler da ist oder merkbar. Generell ist es allerdings bei einem Auto ein bisschen wie beim Menschen in der Medizin. Auch eine Krankheit kündigt sich meistens mit kleinen Schritten vorher an. Deswegen ist es sehr, sehr sinnvoll, regelmäßig Diagnosen durchzuführen, auch wenn man nicht direkt etwas feststellt, weil sich Fehler oftmals ankündigen. Und vielleicht bin ich dann sogar in der Lage, durch rechtzeitiges Erkennen eine schlimmere Ursache vorzubeugen. Ein weiterer Vorteil, den wir in der Kali-App natürlich drin haben, ist die Digital Garage. In der Digital Garage kann ich unter Funktionen, kann ich die Digital Garage direkt öffnen, werden alle Fehlerreports, die ich jemals gemacht habe, mit irgendeinem Auto, also in dem Fall jetzt mit dem M2, abgelegt. Mit Datum, mit Uhrzeit und ich bin in der Lage, auch 2, 3, 4 Wochen später festzustellen, was an dem Tag ein Problem war. Ist insbesondere hilfreich, wenn man dann doch die Hilfe von der Werkstatt in Anspruch nehmen muss, um den Verlauf durchzugehen. Oder auch, sollte man einen Fehler löschen, er taucht wieder auf, man ist sich nach 2 Wochen vielleicht nicht mehr sicher, ob es jetzt wirklich der gleiche Fehler ist oder nicht. Einfach nachschauen. Easy. Zusätzlich kann man sich die Berichte auch noch als PDF auf seine E-Mail-Adresse oder an Freunde und Bekannte, die vielleicht sich mit irgendeiner Problematik am Auto besser auskennen, senden.